dann, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch zum Kurs, zu einer Runde Bauch, Beine, Po. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm, kommen schon mal in den etwas breiteren Stand und starten dann mit einmal Tap links, Tap rechts. Wir tippen links und rechts im Wechsel auf der Seite. Genau, erstmal nur locker die Fußspitze auftippen. Tap, tap, tap. Linke Seite, rechte Seite im Wechsel. Erstmal schön locker, locker, locker. Auch erstmal nur die Beine. Die Beine sollen sich erstmal an die Bewegung gewöhnen. Und dann kommen gleich erst die Arme dazu. Tap, tap, tap. Locker, locker. Linke Seite, rechte Seite. Tap, 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 tap. Jawohl. So, die Arme erstmal locker vorne schwingen lassen. Auch hier von links nach rechts. Wir ziehen die Arme mit rüber. Rechte Seite, linke Seite. Locker, locker. Seite, Seite. Zieh, zieh. Jawohl. Und acht davon. Sieben. Sechs noch, fünf noch, vier noch, drei, zwei, einmal noch und kurz einstützen die Arme. Super, das hat schon mal gut geklappt. Die Beine bekommen es jetzt auch ein bisschen schwieriger und zwar kicken wir nach hinten. Wir aktivieren dadurch den Po schon ein kleines bisschen. Hinten, hinten. Nicht mehr nur auf der Seite, sondern Bein zieht zurück. Ich zeige das kurz von der Seite. Hinten, hinten. Rück, 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 rück. Kick hinten, super. Ja, auch hier nehmen wir die Arme wieder mit dazu. Das hat ja eben super geklappt, aber auch hier ein bisschen anspruchsvoller. Arme vor, lang machen und dann zieh, zieh. Auf. Auf, Arme öffnen und schließen, Fuß kickt nach hinten. Super, schön im Wechsel. Komm, rück, 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 hinten, hinten. Zieh, zieh, sehr schön. Kick und Kick. Wir spüren so ein bisschen schon den Po beim nach hinten kicken. Der Po wird aktiviert. Wir kommen in Bewegung. Uns wird langsam ein bisschen wärmer. Puls kommt ein bisschen nach oben. Wir ziehen weiter auf, auf. Öffnen, schließen, zieh. Noch acht und sieben und sechs und fünf noch. Vier noch. Drei, zieh. Zwei, zieh. Einmal noch und dann halten. Arme halten. Arme bleiben lang. Bein kickt weiter rück. Super. Sehr schön. So. Arme werden so langsam auch schon ein bisschen schwerer. Der Oberkörper wird auch schön warm. Und jetzt bleiben die Füße nochmal in ihrer Bewegung. Aber die Arme ändern die Bewegung. Die Arme ziehen jetzt nach oben. Hoch, hoch. Fuß nach hinten. Kick, rück, Arme hoch. Komm, zieh. Hoch die Arme, Fuß nach hinten. Auf geht's. Komm, tap. Hinten Arme hoch. Zieh, zieh, super, acht davon, sieben, sehr schön, sechs und fünf, zieh, noch vier, zieh, noch drei und zwei und einmal noch locker. Wir kommen ins Marschieren, kreisen die Schultern einmal kurz ein bisschen durch, atmen tief durch. So, ich hoffe, ihr seid schon so ein kleines bisschen warm geworden. Eben als wir reinkamen, war die Temperatur hier im Raum im Gegensatz zu den letzten Wochen echt sehr angenehm, aber das ändert sich jetzt so langsam ein bisschen. So, wir marschieren kurz auf der Stelle, rollen die Füße schön ab. Wir stampfen jetzt nicht, wir rollen die Füße ab und die Schultern kreisen rück, rück, rück. Ellbogen gehen mit, wir ziehen nach hinten, rück und rück. Kreisen, noch 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3, 2, 1, locker und die Schultern hoch und tief, hoch, ab,
Und jetzt versuchen wir, die Knie mal ein bisschen höher zu ziehen. Hoch, hoch, hoch. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber auch da gewöhnen wir uns dran. Hoch, ab, hoch, ab. Schultern ziehen mit. Zieh nach oben, Knie hoch, Schultern hoch und ab. 8 davon. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Locker. Locker machen. Kurz alles ein bisschen ausschütteln. Und dann stellen wir uns einmal stabil hin. Machen uns fest. Die Beine sind fest. Und dann ein bisschen seitneigen. Wir aktivieren die seitliche Bauchmuskulatur. Kommen von links nach rechts. Spann den Bauch an. Wir spüren mit jeder Bewegung schon mal unsere Seite, unsere Taille. Ja, ihr dürft die Hände auch gern in die Seite nehmen oder einmal nach oben an den Hinterkopf. Ihr müsst jetzt nicht hier unten mit den Händen bleiben. Es geht nämlich jetzt nicht darum, wie tief ihr kommt oder dass ihr tief kommt, sondern hauptsächlich, dass ihr diese Seitbewegung habt, dieses links, rechts, dieses Seitneigen. Auf geht's. Rechte Seite, linke Seite. Tap, tap. Seite, Seite. Sehr schön, wir spüren die Seite. Auf geht's, 8 noch, 7, 6, 5 noch, 4 noch, 3 noch, 2, 1 und locker. Sehr schön, wir machen uns wieder locker, marschieren durch. Und dann kommen wir kurz zum Stillstand, gehen einmal tief, stellen uns vor, wir wollen uns auf etwas draufsetzen. Und dann fangen wir an mit ein bisschen Wippen. Wir aktivieren die Oberschenkel, ziehen die Schultern zurück, die Schultern bleiben tief und wir wippen. Tief, 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 tief. Sehr schön. Wir kommen noch ein bisschen tiefer und dann bringen wir noch ein bisschen Bewegung mit dazu. Und zwar kickt eine Seite raus, seitlich kick, kick. Schön zur Seite, gerade zur Seite raus. Komm, komm. Kicken. Seite, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und nach hinten jetzt. Komm, rück. Arme gerne mit dazu. Hinten kicken. Standbein bleibt gebeugt. Auf geht's. Kick nach hinten. Rück. Kick. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wippen, tief, komm, wippen, wippen, wippen. Wir haben noch eine andere Seite, da gilt jetzt genau das Gleiche. Erst zur Seite, dann nach hinten. Kurz einwippen, auf geht's. Noch ein bisschen tiefer, tiefer, tiefer. Sehr schön. Ja, wir wollen die Oberschenkel ja auch ein bisschen merken. Auf geht's zur Seite, jetzt, komm, raus. Kick, kick, kick. Standbein bleibt gebeugt, wir wippen mit. Komm, kick zur Seite, 8. 7, 6, 5, 4, 3 noch, 2, 1 und direkt nach hinten. Komm, Arme auch hier wieder mit dazu. Lang nach hinten kicken. Standbein spürt. Komm, rück, rück. Hinten kick noch 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3, 2, 1. Wippen. Tief, komm. Noch ein bisschen tiefer. Richtig schön tief, Schultern tief. Und der Po zieht noch ein Stück weiter Richtung Boden, Richtung Matte. Sehr schön. Super, eine Ferse zieht hoch. Wir belasten ein Bein. Sehr schön. Ihr dürft jetzt gerne mal versuchen, den Fuß komplett zu lösen. Arme raus, komm. Ein Bein wird belastet. Wir spüren eine Seite intensiv. Komm, komm, komm. Wippen, 10, 9. Das ist gemein. 7, 6, 5. Durchhalten. 4, 3, 2, 1. Direkter Wechsel. Komm, andere Seite. Hoch, wippen, wippen. Super. Wir belasten die andere Seite. Komm, komm, komm. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beide wieder tief. Komm, nochmal 10. Hände rück. 9. 7, 6, 5, 4 noch, 3, 2,
Eins, wir halten unten, kommen langsam hoch und marschieren auf der Stelle. Sehr schön. Ja, unsere Kniebeugen werden jetzt so langsam immer ein bisschen breiter. Das war jetzt sehr enges Wippen. Jetzt kommen wir mal ungefähr in den Hüftbreitenstand, kommen direkt einmal tief und hoch. Kommen tief und hoch. Wir sind noch nicht allzu breit. Hüftbreiter Stand. Komm tief, komm hoch. Komm tief, komm hoch. Tief, hoch. Jawohl. Die Hände kann man auch einfach einstützen. Das ist gar kein Problem. Oder einfach vorne halten oder einfach hinten halten. Ganz egal. Da könnt ihr selbst entscheiden, was für euch am angenehmsten ist. Genau. Hoch. Hoch, ab, hoch, ab. Super. Po Richtung Matte, Richtung Boden. Komm schön tief und hoch. Auf geht's. 10 Ganze. 9 Ganze. 8 Ganze. 7. Komm. Noch 6 davon. Noch 5 davon. 4. Jawohl. Und 3 noch. 2 noch. Einmal noch und dann halten wir unten. Und wir wippen. Komm, Arme raus. Sehr schön. Super, super. Wir winkeln die Arme einmal an und schieben jetzt hoch. Komm, 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 nach oben. Jetzt lenken wir so ein bisschen vom Schmerz in den Beinen ab. Machen ein bisschen was mit den Händen, damit die auch was zu tun haben. Komm, wir wippen weiter. Auf geht's. Wippen, wippen. Komm, tief, tief. Arme hoch, 10, komm, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wir halten, halten tief. Komm, 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 spürt ihr die Oberschenkel schon so ein bisschen? Bisschen? Ja, gut. Komm, die letzten Wippen, 4, 3, 2, 1, halten und langsam hochkommen, rausdrücken. Sehr schön, super. Kurz marschieren, kurz gehen und dann vergrößern wir die Kniebeugenposition noch einmal. Wir hatten jetzt sehr eng, ungefähr hüftbreit und jetzt richtig breit aufstellen. Fußspitzen zeigen nach außen, Knie nach außen. Und dann, wenn ihr soweit seid, macht euch bereit, kommt auf Position, kommt in Position und auch hier Arme gerne mitnehmen oder einfach vorne halten. Tiefe Position, wir kommen schön tief. Po ganz weit nach unten. Richtung Matte, Richtung Boden. Tief, hoch. Tief, hoch. Super. Ja, wir achten außerdem darauf, dass der Rücken gerade bleibt. Oben nochmal schön nachspannen. Komm. Tief, hoch. Tief, hoch. Weit nach unten. Jawohl. Komm, nach unten und hoch. Tief, hoch. 10. Komm. 9. Komm. 8 noch. Super. 7. Sehr schön. 6. Und 5. Wir bleiben gerade. 4. Super. 3. Jawohl. 2. Einmal noch und dann halten wir wieder unten in der Spannung und wir wippen. Arme nochmal raus. Komm, breite Kniebeugenposition. Knie zeigen nach außen, Fußspitzen zeigen nach außen und wir wippen. Wir spüren die Oberschenkel. Komm, komm, komm. Auf geht's. Ja, damit auch hier die Arme wieder ein bisschen was zu tun haben, kommen die Arme hier nochmal mit. Vor und auf. Komm, komm. Zieh weiter wippen. Auf geht's. Ja, durch die Bewegung im Oberkörper wird das Wippen auch noch mal so ein bisschen verstärkt. Aber wir konzentrieren uns so sehr auf die Arme, das lenkt uns direkt von den Beinen ab. Komm, komm, zieh auf, zu. Komm, 10 davon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arme halten, wir wippen weiter. Komm. Eine Ferse hoch. 10, 9, super. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 und wechsel. Andere Seite, Ferse hoch, wir wippen nochmal 10, hier kommen 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und beide hoch. Komm, das schaffen wir. Beide Fersen sind oben. Das ist gemein. Komm, komm, komm. Wir halten durch. Wir wippen. Super, super. Komm, komm, komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 noch. 2, 1. Halten und langsam nach oben kommen. Puh. Wir marschieren. Wir gehen auf der Stelle. Machen uns wieder ein bisschen locker. So, ich glaube, breiter können wir jetzt nicht mehr. Jetzt landen wir irgendwann im Spagat. Wir gehen ein bisschen, laufen ein bisschen, machen uns ein bisschen locker. So, wir haben es allerdings noch nicht geschafft mit den Kniebeugen. Heute gibt es einiges an Kniebeugen. So, Beine einmal kurz ausschütteln. Ich würde sagen, die Oberschenkel sind jetzt warm. Jetzt kann es losgehen. Ja. So, auf geht's. Nochmal in die breite Position kommen. Fußspitzen raus. Wir kommen tief. Und wenn wir jetzt hochkommen, ziehen wir eine Seite ran. Kommen tief, kommen hoch. Andere Seite. Nochmal langsam. Tief, ran. Tief, ran. Jawohl, immer im Wechsel. Eine Seite ran, tief, andere Seite ran. Ganz genau. Komm. Super. Ran, tief. Sehr schön. Jawohl. Komm. Tief, hoch. Beim Hochkommen machen wir uns so ein bisschen rund, spannen den Bauch ein bisschen an. So, ich zeige das einmal von der Seite. Rund, tief, hoch, rund, komm, ran, tief, hoch, ran, andere Seite, tief, hoch, ran, tief, hoch, ran. So, sehr schön. Komm tief, ran, hoch, super. Könnt ihr noch? Geht noch, oder? Bisschen was geht noch. Komm schön tief und zieh. Tief, zieh. Noch kriegen wir die Beine hoch. Das ist ein gutes Zeichen. Komm, tief, hoch. Super. Komm, auf geht's. Sehr schön. Zieh. Jawohl, nach unten hoch. Tief, hoch. Und einmal noch jede Seite. Letztes Mal. Und wir marschieren. Super. Ja, das, was wir jetzt gerade in der Übung gemacht haben, machen wir jetzt nochmal einzeln. Und zwar das Bein ranziehen. Also, kurz marschieren. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kurz stehen bleiben. Ein Arm hoch. Bein zurück, Bauch ein bisschen anspannen und dann komm. Schön hoch das Bein, rund machen, komm, zieh. Super, komm. Auf geht's, davon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, super. 3, 2, 1, locker. Sehr schön. Wir haben noch eine andere Seite, die ist jetzt auch noch dran. Hier wieder kurz marschieren, durchatmen, Bein hoch. Genau, ihr dürft auch gerne das Bein nach oben nehmen. Ich nehme dann doch den Arm hoch, das Bein nach hinten. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Komm. Wir ziehen hoch. Machen uns wieder schön rund, spannen den Bauch an. Komm, zieh. Super. Komm. Hoch. Und komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch. 3.
3, 2, 1 und marschieren. Super. Sehr schön. So, Kniebeugen haben wir genug gemacht. Ich würde sagen, so ein paar Ausfallschritte, die gehen immer. Da hauen wir jetzt noch ein paar hinterher. Kurz die Beine ausschütteln, gerne was trinken, das dürft ihr natürlich jederzeit. Und dann gibt es noch mal eine Runde Ausfallschritte. So, wir kommen dann in Position. Und dann geht es mit einem Bein erstmal schön nach hinten. Schöner großer Schritt zurück. Und dann kommen wir tief. Zwischen Boden und Knie ist noch so ein bisschen Platz. Also wir sind nicht ganz unten, aber auch nicht zu weit oben. Schöne Ausfallschrittposition. Die Hände dürft ihr gerne nach vorne nehmen oder an die Seite. Schaut, was für euch hier die beste Variante ist. Auf geht's. Ein paar ganze. Komm, tief hoch. Tief hoch. Auf geht's. Komm. Wir versuchen uns hier aus der Ferse des vorderen Beins schön nach oben rauszudrücken. Komm. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Hoch. Ab. Noch. Relativ ruhiges Tempo, das geht noch ganz gut. Gesundheit. Komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal noch und wir halten unten Arme vor und wippen. Komm, komm. In die Spannung. Wippen, wippen, wippen. Auf geht's. Komm, komm, komm. Wir wippen. Spürt ihr die Beine schon? Arme nochmal raus. Komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch. 3, 2, 1. Halten. 4 halten. 3 halten. 2, 1. Und nach oben kommen. Wir marschieren, wir gehen. Nach den Übungen immer ein bisschen ausgehen. Nicht sofort einfach stehen bleiben. Nicht von 100 auf 0, das machen wir nicht. So, bereit für die andere Seite. Auf geht's. Gut merken, welches Bein eben hinten war. Ich muss jetzt auch kurz überlegen, ja, gut. Nee, andersrum. Nee, so, doch. Jetzt stimmt's. So, komm. Wir gehen tief und hoch. Komm. Auf geht's. Ich glaube, ich habe gerade das gleiche Bein. Oder? Ich weiß es nicht. Müssen wir beide gleich nochmal machen. Doch, doch. Das war jetzt Absicht. Komm, 10 ganze. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Wir halten wieder und wippen. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halten und hoch. Puh. So, nächster Durchgang. Ich würde sagen, wir machen keine lange Pause, sondern direkt weiter. Jede Seite noch einmal, weil ich so vergesslich bin. Vielleicht habe ich das auch extra gemacht. So, nochmal andere Seite. Und komm, 10 ganze. 9, 8, 7, 6. Aus der Ferse rausdrücken. Noch 4, 3, 2, 1 und wippen. Komm, auf geht's. Auf. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und raus. Sehr schön. Super. Letzter Durchgang. Andere Seite noch einmal. Dann haben wir beide Seiten zweimal gemacht. Sehr gut. So, durchatmen. Beinwechsel. Wir kommen rück. 10 ganze. Jetzt. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 und 10. Bleib tief. Wippen. Komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und hochkommen. Sehr gut. Jetzt wird marschiert. Nicht stehen bleiben. Sofort ein paar Schritte gehen. Ausschütteln. Locker machen. Sehr schön. Durchatmen und dann gehen wir einmal auf die Matte. So, beim Gehen spüre ich meine Beine gerade ganz schön. Huiuiui. Wir kommen in den Vierfüßlerstand und gehen dann so langsam Richtung Po, machen ein bisschen was für den Po. Auf geht's, Vierfüßlerstand und dann durchatmen. Wir ziehen ein Bein, wir starten mit einem Bein und ziehen zur Seite hoch. Hoch, ab, hoch, ab, hoch, ab. Auf geht's, komm, seitlich raus, angewinkelt, davon 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch, 3, 2, 1, direkter Wechsel, andere Seite, anderes Bein, angewinkelt raus, seitlich hoch, komm, zieh, auf geht's. Hoch, ab, komm, 10 auch hier, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch, komm, 3, auf geht's, 2 noch, 1 und kurz lösen, sehr schön, kurz lösen, Po ein bisschen wackeln und dann machen wir direkt weiter im Vierfüßlerstand. Das Bein bleibt angewinkelt und jetzt ziehen wir nicht zur Seite raus, sondern gerade hoch und wieder ab. Komm, hoch, ab. Und beim Tiefgehen setzen wir auf der Matte nicht ab. Das Bein bleibt in der Luft. Komm, hoch und tief. Weit nach oben, auf geht's. Schön weit weg das Bein. Stellt euch vor, ihr wollt damit was wegdrücken. Was Schweres wegdrücken. Komm. Hoch und tief. Auf geht's, auf geht's. Komm nach oben und komm tief. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 noch, 2 noch, einmal noch und oben halten. Das Bein bleibt oben. Wir halten in der Spannung. Und wir spüren die Spannung. Komm, wir wippen. Wippen, wippen, wippen. Auf geht's. Weit nach oben wippen. Komm. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen. Sehr schön. Kurz tief kommen. Lang machen. Lockern, ausschütteln, bevor es zur anderen Seite geht. Auf geht's. 3, 2, 1. Wir kommen wieder hoch. Anderes Bein hoch und ab. Wir starten mit den ganzen Bewegungen wieder hoch und tief. Das Bein schwebt. Wir setzen wieder nicht ab. Komm. Die ganzen im etwas ruhigeren Tempo. Sehr schön. Jawohl, weiter so. Gleich haben wir es geschafft. Komm. Hoch noch 10. 9, ganz hoch, 8, 7, super, 6 noch, 5 noch, 4 noch, 3, 2, 1 und der letzte hält oben, Fußsohle zeigt zur Decke und wir wippen, komm, 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 weiter wippen, auf geht's. Komm, wippen. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 und ab. Einmal tief kommen. So, das Wippen war doch jetzt bei der Musik ganz entspannt. Haben wir ja fast nichts gemerkt. Da können wir ja glatt noch eine Runde machen. Wir kommen hoch. Und diesmal strecken wir das Bein aus. Langes Bein ausstrecken. Und jetzt 10 auf jeder Seite. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wechsel direkt. Anderes Bein. Komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wechsel. Komm. Auf geht's. Hoch. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Wechsel. Letzter Wechsel jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Tief. Einmal absetzen, locker machen, durchatmen. So. Wir kommen in Rückenlage, atmen tief durch, machen alles ein bisschen locker, locker, locker. So, in Rückenlage den Po noch mal ein bisschen ausschütteln. Letzte Po-Übung und dann machen wir noch ein bisschen Bauch. Also noch mal Zähne zusammenbeißen, die letzten Kräfte noch mal zusammennehmen. Nicht die allerletzten, aber so die letzten. Und dann stellen wir die Beine mal ein bisschen breiter auf. Fersen fest in die Matte drücken, Fußspitzen hoch. Und dann achten wir darauf, dass der Oberkörper bzw. die Schulterblätter noch auf der Matte bleiben. Po und Hüfte kommen jetzt nach oben. Oben feste anspannen und dann wieder ab. Komm hoch in die Spannung, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Auf geht's, nach oben. Anspannen, komm, feste, hoch und wieder ab. Unten sind wir nur ganz kurz. Ihr stellt euch vor, die Matte ist eine heiße Herdplatte. Einfach nur zack, hoch, komm, zack, hoch. Super, oben spannen, komm, in die Spannung. Feste machen den Po. Unten, oben, Spannung, hoch, komm. 10, komm, 9 und 8 und 7 und 6. Und 5 noch, komm, noch 4, noch 3, noch 2, 1 und wir halten oben, nur in der Spannung halten, festbleiben. Der Po ist auf Spannung, wir halten, komm, auf geht's, halte 8, 7, 6, 5, 4, 3 noch, 2, 1 und langsam tief, kurz lockern. Durchatmen. Nächster Durchgang. Auf geht's. Komm nochmal hoch. 10 ganze. 9, 8, 7, 6, 5. Komm schön in die Spannung. 4, 3, durchhalten. 2 noch. 1 und oben bleiben. In der Spannung halten. Po feste machen. Wir halten auch hier nochmal 8. Komm. 7. 6, 5, 4 noch, 3 noch, 2, 1 und lösen, tief kommen, Po wieder ausschütteln, locker machen, sehr, sehr gut. Durchatmen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt so langsam mal Richtung Bauch, machen nochmal alles locker und dann kommen wir nochmal hoch in die sitzende Position. Starten einmal im Sitzen. Die Füße bleiben aufgestellt. Wir kommen jetzt mal schön nach hinten. Bauen eine ordentliche Bauchspannung auf. Ihr dürft gerne mal so ein bisschen im Bauch gucken, ob ihr da auch schon gut auf Spannung seid. Wenn nicht, geht ihr noch ein bisschen tiefer. Die Beine sind noch aufgestellt. Wir lösen mal ein Bein und kommen hoch und weg. Jawohl, super.
ran und weg. Wir bleiben in der Spannung. Wir kommen nicht zu weit nach oben und nicht zu weit nach unten. Wir bleiben in der Spannung. Köp, köp, köp. Ein Bein ran. Ran und weg, ran und weg. Köp, köp, köp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch. 3, 2, 1 und wechsel. Anderes Bein. Köp. Auf geht's. Ran, ran, ran. Hoch, hoch. Köp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch. 3, 2, 1 und nochmal halten. In der Spannung halten. Wir bleiben fest und halten. Kommen noch ein bisschen tiefer. Und hoch und langsam tief. Und langsam hoch. Langsam, langsam, langsam. Und langsam nochmal tief. Ruhige Bewegung. Komm tief. Und wieder hoch. Wir bleiben in der Spannung. Wir spüren den Bauch. Komm. Tief. Und hoch. Noch einmal tief, noch einmal hoch. Auf geht's. Ein letztes Mal tief kommen. Und noch einmal hoch. Komm, 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 komm. Und lösen. Locker machen. Ausschütteln. Alles locker machen. Komm. Durchatmen. Das war ganz schön gemein. Locker, locker, locker. Wir kommen in die Rückenlage. Rollen langsam einmal tief. So, wenn ihr dann unten angekommen seid, bringen wir die Hände einmal unter den Po. Und dann ziehen wir die Beine schon mal ran, lösen die Beine schon mal und kommen jetzt ganz hoch mit den Beinen. Jawohl. Schön hoch. Und jetzt geht es ganz langsam tief, 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 tief. Langsame Bewegung. Und wir halten kurz über der Matte. Und jetzt gehen wir ein paar Schritte. Komm, auf, ab, hoch, tief. Ein paar Schritte. Komm, komm, komm. Wir machen ein paar kleine Steps. Auf geht's. Komm, komm. Auf. Komm, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 noch. 3, 2, 1 und nochmal 10. Komm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und kurz lösen. Locker machen, durchatmen, kurz die Hände lösen, auch die Hände einmal ausschütteln, durchbewegen. Puh. Locker, locker, auf geht's. So, ein Bein darf jetzt aufgestellt bleiben, das andere strecken wir einmal aus. Und das ausgestreckte Bein schwebt jetzt wieder. Einmal schweben lassen. Wir nehmen die Arme mal nach hinten, machen uns lang. Und jetzt treffen sich die Arme und das ausgestreckte Bein einmal hier oben. Der untere Rücken bleibt auf der Matte. Die Schulterblätter sind gelöst. Das Ganze fließen. Wir kommen tief, setzen nicht ab und wieder hoch. Auf geht's. Hoch und tief. Hoch und tief. Ihr dürft ruhig etwas ruhiger sein, ruhiger bleiben. Das muss jetzt nicht mit schnellem Tempo sein. Ihr dürft die Intensität da selbst bestimmen. Hoch und ab. Hoch und tief. Auf geht's. Nach oben und ab. 10 davon. 9. 8. 7. 6. 5. Und 4. Auf geht's. Noch 3, 2 und einmal noch und wir halten den letzten oben. Bleiben in der Spannung und pushen hoch. Komm, wir wollen zur Fußspitze. Komm, 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 wir pushen dahin. Kurz, kurz, kurz. Komm, komm. Auf geht's. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, wir machen weiter. So lange, bis jemand von euch die Fußspitze berührt.
Wo sind denn da die Beine? Komm, komm, komm. Auf geht's. Nochmal 10, 9, 8, 7. Super. 6 noch, 5 noch, 4 noch. 3, 2, 1 und ab. So. Lockern, ausschütteln. Ihr wisst, wir haben noch eine andere Seite. Beinwechsel, das andere Bein wird ausgestreckt. Wir nehmen die Arme schon mal nach hinten, strecken uns wieder, machen uns bereit, atmen nochmal tief durch. 3, 2, 1 und hoch und ab. Komm nach oben, komm nach unten, auf geht's. Bein ab und hoch, komm, komm, komm. Auf geht's, 10, komm, 9 und 8, ganze, komm, noch 7. Und 6 und 5, super, komm, noch 4 davon, 3 ganze, 2 ganze und einmal noch und wir halten wieder oben und wir pushen, komm, erstmal die 20 und dann noch ein paar extra, komm, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, spür den Bauch, 6, 7, 8, 9 und 10. Komm, wir hängen nochmal 10 dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ab. Lösen, locker machen, ausschütteln, durchatmen. Puh. So. Wir drehen uns jetzt mal von der Rückenlage in die Bauchlage. In die Bauchlage, genau. Wir ändern mal so ein bisschen die Position. So. Wir machen es uns mal bequem. Und zwar stützen wir uns jetzt schon mal auf den Unterarmen ab, stellen die Füße schon mal auf. Es ist jetzt noch ganz gemütlich. So könnten wir jetzt bleiben, das wäre schön. Aber bei dem Wetter macht das ja so gar keinen Spaß. Würde jetzt die Sonne scheinen, hätten wir herrliches Wetter, dann würde ich ja mit mir reden lassen. Aber so unter den Umständen müssen wir hoch. Also wir fangen erstmal klein an, kommen erstmal auf die Knie, ziehen jetzt schon mal schön den Bauch ein und spannen den Bauch an. Super, komm, wir halten schon mal in der Position. Auf geht's. Halten, halten. Ein Bein drückt durch. Komm, komm, komm. Beinwechsel. Anderes Bein. Komm, komm, komm. Und jetzt. Beide Beine einmal hoch. Wir kommen in die Plank-Position. Halten. Natürlich ist hier der ganze Körper auf Spannung. Wir konzentrieren uns aber ganz besonders auf den Bauch. Komm, einmal halten, die ersten 10 Sekunden einfach nur halten. Ihr müsst euch nicht bewegen, einfach halten. Komm, 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 halten. 10, 9, 8, bleib feste. 7, 6, 5, 4, 3 noch, 2 noch, 1, kurz ab. Nur kurz, deshalb geht's jetzt direkt wieder nach oben. Auf geht's und jetzt bringen wir noch mal ein bisschen Bewegung rein. Wir sind oben, sehr schön. Und dann kippen wir von links nach rechts. Wer das nicht mag, der darf gerade bleiben, das ist kein Problem. Und wenn es nicht gehen sollte, kommen wir auf die Knie. Auf geht's. Aber wir probieren es, wir geben alles. Komm, komm, rechts und links. Auf geht's. 10, komm, Seite 9, Seite 8, komm, 7 und 6. Und 5 und 4. Komm, auf geht's. 3 noch. 2 noch. 1 und jetzt ab und lösen. Super. Durchatmen. Puh. Das war gemein, ne? Wir drücken uns jetzt mal so langsam nach oben. Komm nochmal auf die Knie. Beziehungsweise ja, auf die Knie in den Fersensitz. Komm nochmal nach vorne, machen uns jetzt mal richtig schön lang. Strecken uns.
lang machen, den Rücken mal schön strecken. Der Po wird ein bisschen mitgedehnt, mit lang gezogen. Und dann halten wir 4, 3, 2, 1. Kommen langsam hoch, richten uns Wirbel für Wirbel nach oben auf. Oben angekommen, machen wir uns noch mal ein bisschen locker. Die Arme lassen wir noch mal ein bisschen mitschwingen über die Seite, rechts, links. Locker, locker. Wir atmen durch. Bringen Puls und Atmung so langsam jetzt ein bisschen nach unten. So. Und dann langsam Arme ausschwingen. Und dann, wenn ihr in der Mitte angekommen seid, habt ihr es geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass ihr dabei wart.